Welcome back to another German Food Review, and it's Arizona time. Arizona Cowboy Cocktail, okay, mucho mango. Mm-hmm. Arizona, an American company, not a German one. Half a liter, price, I don't know, I think 79 cents or so. Okay, 79, maybe 69, don't know exactly. Okay. There's pear juice in it, 2.5%, and mango puree, is it Mark? I don't know, 3%, and more stuff. What is this? No idea. Maybe for the color? No, stabilizer. Anyway, Pfandflasche. Okay, 25 cents extra calories, 34, and 8.6% of sugar. Okay, no artificial stuff in it. Just nature, whatever. Let's open it. Ooh, here. Okay, works. Oops. No. Complicated. No, it's not complicated. No, I destroyed it. Arizona. Sniff test. Smells fresh and a little fruity. Yeah, I like this bottle here, bottle design. Nice and large. And, look at this. This color and this color. Nice, matches, good. Okay. Yeah, smells fruity, like mango, maybe. Yeah, I guess it's mango. Anyway, Prost. Yeah, it's not carbonated, very nice. Let me try it again, Prost. It's sweet and tastes a little bit like mango, I think. But there's a strange taste in it. I'm gonna try it again. Tastes like cheap sugar or so. I don't know. Is there a sweetener inside? No. One more here. Prost. Yeah, the aftertaste is a little strange. I don't know. What is it? There's nothing in here. Don't know. Yeah, 99%, so it's not that bad, but I wouldn't buy this again. There's a strange aftertaste. It's too sweet or so. No idea what it is. Yeah, I'm sorry, Arizona. I don't like this one, really. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt einen Arizona Cowboy Cocktail. Mucho Mango. Okay. Und der Preis dafür ist, glaube ich, 69 oder 79 Cent. Wo ich das gekauft habe, weiß ich nicht mehr. Aber das ist ein Indianer, oder? Wie auch immer, hier ist Arizona. Halber Liter
Und ja, 34 Kalorien, okay. Und 9 oder 8,6 Gramm oder Prozent Zucker. Und da ist Mangomark drin. Zucker natürlich an erster Stelle. Nee, Wasser ist an erster Stelle. Andersrum wird es ja stimmen. Und Birnensaft aus Birnensaftkonzentrat, 2,5%. Das klingt alles eigentlich ganz normal. Natürliches Aroma. What? Ach, nur mit einem natürlichen Aroma. Ja, okay, natürlich ist das auch wirklich ein natürliches Aroma. Oder ist das ein sogenanntes natürliches Aroma? Wie auch immer, kippen wir mal ein. So sieht's aus. Das ist schön hier. Das sieht so aus wie die Flasche fast. Die Farbe ist okay. Schnuppertest. Und es riecht wie ein Mango so ähnlich. Nicht sehr intensiv, aber man merkt schon, dass Mango so drin ist. Und ich würde mal sagen, Prost. Der erste Schluck schmeckt ganz gut. Aber dann, ich weiß nicht, da kommt wie so ein billiger Zuckergeschmack durch. Ich glaube, als wenn man so ganz viel Traubenzucker isst und dann hat man so einen komischen Nachgeschmack. So schmeckt das, glaube ich. Gefällt mir nicht so richtig. Nee. Ja, jetzt ist es wieder in Ordnung und jetzt kommt wieder dieser Geschmack durch. Ja, ist keine Kohlensäure drin, das ist gut, kann man trinken. Schöne große Öffnung, das könnt ihr hier in ein paar Sekunden ausleeren. Aber kaufen würde ich das nicht nochmal, denn da ist dieser komische Zuckergeschmack drin. Und was ist das hier? Das wisst ihr bestimmt einige. Aus Wurzelharz. Aha. Okay, und das ist eine Pfandflasche, wie ihr hier seht. Okay, dann wollen wir noch einen schnellen Schluck nehmen. Prost. Ja, ich weiß nicht, schmeckt irgendwie, ja, ich glaube, wie eine günstige Traubentablette. Traubenzuckertablette. Ja, gefällt mir nicht so, deshalb bekommt es 99%. Und ja, das würde ich nicht nochmal kaufen, aber wenn ihr das kauft, dann würde ich schon nicht so schlecht davon. Schmeckt mir halt nicht so gut. Vielleicht mögt ihr diesen Traubenzucker-Nachgeschmack ja auch, kann ja sein. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.